Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Hussäne. Ja, heute beginnen wir mal mit diesem kleinen Smoker hier. Das geht nämlich heute um rauchende Colts, rauchende Wohnmobile natürlich. Den stellen wir wieder zurück. Es weihnachtet ja sehr. Heute haben wir den zweiten Advent. Zumindest ist das der Drehtag, zweiter Advent 2018. Ich begrüße euch ganz herzlich. Es geht um rauchende Wohnmobile beim Startvorgang und da starten wir auch gleich durch. Mats ab, ihr seid dabei, da geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Es geht um die rauchenden Colts, die rauchenden Wohnmobile, um die es im Moment geht. Das ist ja auch ein ganz heißes Thema. Die Einfahrbegrenzung für die Städte, die deutsche Umwelthilfe, ja genau, DUH, die klagt sich ja durch eine Stadt der nächsten und was da los ist. Und ich habe jetzt in der FAZ gelesen, Bericht darüber, dass auch hier die Wohnmobile bei 83% circa oder 83% der Wohnmobile sind auch betroffen. Was da genau kommt, ich denke, die alten Fahrzeuge, die History-Fahrzeuge, weil sie eben ein Kulturgut ist, was immer wieder auch nett anzuschauen ist und was wir auch gerne immer wieder sehen, alte Fahrzeuge, sei es Motorräder, sei es Autos oder auch die Wohnmobile, wenn sie über 30 Jahre alt sind, dann haben die schon etwas Bedeutung. Und ich denke, dass die auch weiterhin reinfahren dürfen. Es gibt aber diese und diese Stimmen. Es gibt auch die Stimmen, dass Gewerbetreibende reinfahren können. Das ist schon ein riesiges Thema, was auf uns alle zukommt. Aber ich glaube, abwarten. Mehr, eine andere Chance haben wir da nicht. Und es gibt ja auch die verrücktesten Messungen. Ich habe gelesen, hier in Oldenburg, da war an dem Tag, wo hier der Straßenlauf war, die höchste Messung. Ist ja ganz komisch. Und wir müssten die doch auch alle einheitlich haben. Sei es die Höhe der Messpunkte, sei es der Abstand von Gebäuden, sei es die Temperatur und. Da ist der Drop noch nicht gelutscht, glaube ich. Ich denke, da wird noch ein bisschen was passieren. Aber wir werden das Ganze weiterhin beobachten. Auf geht's mit unseren Räucherkisten, würde ich sagen. Ne? Wir fangen mit der Silke an und ich würde sagen, bei Silke hat das nicht so ganz viel gequalmt. Das liegt wahrscheinlich daran, ich glaube, ich habe da gar nichts gesehen. Aber schaut selbst, es sind viele Schremper dabei, es sind auch neue dabei. Wir gehen da einfach jetzt so mal durch, spielen die alle hintereinander weg. Jeder Clip geht so ungefähr 40 Sekunden bis 1 Minute 10 und am Ende melden wir uns wieder. Auf geht's! Wo ich hier gerade reinschaue, bei der Silke hatte ich noch Musik drunter gemacht, weil es da gar nicht qualmte und der Motor etwas dauerte, bis der ansprang. Ansonsten haben wir hier bei der Hinterlegung der Musik drauf verzichtet, bei den Startversuchen, weil dann hören wir auch den Motor gut, wie der klappert, klickert, klackt. Ich habe versucht, die Toneinstellung so zu wählen, dass wir ganz leichte gelbe Spitzen haben. Ich hoffe nicht, dass das übersteuert ist. Das ist ein bisschen schwierig mit der Technik, die uns da zur Verfügung steht. Aber hört es euch selber an und schaut es euch selber an. Und jetzt geht's aber auch wirklich los. Mensch, verdammt nochmal. So, servus Axel. Nach deinem Aufruf mache ich doch gleich mal mit. Mit dem. War jetzt ein Vierteljahr gestanden.
Boah, wie sein muss. War ja mal gar nichts. So, ich hoffe, das war okay so. Dazu habe ich mir jetzt Hilfe von meinem Vater geholt. Da steht schon rein. Und da sieht man es jetzt rechts. Sieht man schon. Ja, das meine ich. Jetzt gehe ich sogar noch zurück. Das ist absolut Wahnsinn, wie der da rauf. Das ist, solange kalt ist, qualmt der so. Ja, kommt wieder ein Qualm raus.
am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diesen kleinen Scherz mit unserem Wohnmobil. Ja, bevor wir das Ding natürlich so qualmen ließen. Ne? Da haben wir ein bisschen dran gedreht. Ja? Aber wie wir da dran gedreht haben und was wir gemacht haben, wir haben eine kleine Rauchbombe gebaut aus den Tischtennisbällen, das hat mein Fanny früher schon gemacht, der war viel mit Tischtennis in den Gänge ganz früher und der kannte das schon, ich glaube von denen habe ich das gelernt, wie das funktioniert, da haben wir viele andere Sachen auch gelernt, aber so funktioniert es, ja, und ihr seht jetzt hier, wie wir das gemacht haben, Tischtennisbälle, und ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr Bälle nehmt, dass die dieses Zelluloid da noch drin haben, dieses, ja, einige Tischtennisbälle, die ganz neuen haben das nicht mehr, dann ist der Spaß auch vorbei, ne? Dann geht das auch nicht mehr, aber wir wollten es mal richtig räuchern lassen, ja. Aus Tischtennisbälle lassen sich die besten Rauchbomben bauen, das hat Fanny früher schon gesagt, der war auch so ein richtiger Zwirbelmensch mit Tischtennis und die haben zwischendurch auch schon die Rauchbomben daraus gebaut, also das ist eine uralte Kiste, etliche Male auch schon vorgestellt, wir haben es hier mal auch gemacht, ne? Damit wir die Kiste mal so richtig qualmen lassen, ja. Den ersten nehmen wir und wir haben ja hier auch eine Kneifzange. So, da machen wir erstmal ein kleines Löchli rein. So. So, jetzt drücken wir den ein bisschen zusammen, zwickeln wir den hier drinnen ein. Das ist unser Zünder. Der kommt jetzt ins Auto, jetzt beim Auspuff. Und das gucken wir uns an. Wir haben das Ende des Films erreicht. Die Kandi ist auch da, die sitzt hier vorne. Sag mal hallo und schön, jetzt drehen wir uns. Lass du auch. Also alle wieder versammelt hier. Und wir wünschen euch allen einen schönen zweiten Advent. Und ich hoffe, der Film kommt noch rechtzeitig raus. Ansonsten natürlich auch eine schöne Weihnachtswoche. Und wir sagen bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.